wir wollen diesen Dreck nicht mehr mitmachen, den Frau Merkel und ihre Vasallen uns überstülpen. Steht ein für die Wahrheit, wir lassen uns nicht impfen, wir lassen uns nicht chippen, wir stehen ein für Gerechtigkeit. Und deshalb, bitte, lasst euch nicht verarschen von diesem widerwärtigen Drecksystem der CDU, Angelika Merkel und diesem Vasallen. Leute, haut rein, lasst euch nicht verarschen. Wir als deutsches Volk, wir sind 99% und diese Verbrecher, die Hochfinanz und andere, sind noch nicht mal 1%. Liebe Freunde, haut rein, geht in die Märkte und setzt keine Maske auf. Und wenn er eine aufsetzt, dann sagt er, gut. Das ist gelebter Widerstand, Stiederwald. Das Drecksregime von Antonia Merkel. Altes Ferkel, das sagt. Genau das Gegenteil von dem, was man euch sagt. Also, wer sagt was? Oder macht es eben mal. Doch, wie man sagt. Das kommt, macht was. Was fragt sie denn uns? Wir haben doch auch keine Ahnung. Ich habe noch nicht mal eine Wohnung. Und lasst euch nicht verschlafen. Wacht endlich auf. Guten Morgen. Wir lassen uns nicht impfen. Wir lassen uns nicht schlupfen. Wir lassen uns nicht schippen, nicht poppen, nicht bilden und nicht resozialisieren. Wir fischen uns nicht den Hintern ab nach dem Kacken. Nur weil dieses widerwärtige CDU-Zwangsregime das befiehlt. Die Kimmel muss atmen. Steht ein für den Wahnsinn. Wir sind das Volk. Und ich bin Volker. Und wir lassen uns diesen ganzen Dreck von Meghan Markle und ihren Vasallen. Die Freiheit, Frieden, Grundrechte und vier Hartz für Versager, die uns nicht mehr gefallen. Wir sind das. Wer bist du denn eigentlich? Leute, hört nicht auf einen Mann wie Merkel. Hört auf ihn der herzensguter Mann. Der trug keine Maske. Der trug Bart. Dem konnte man noch vertrauen. Auch Mensch. Ein toller Maler. Sowas wie uns. Hätte der sofort. Ja, sagst du nicht selber. Wenn wir endlich an der Macht sind, dann werden wir sowas wie uns verbieten. Versprochen. Ja. Wir müssen weg. Leute, haut rein. In die Fresse. Wir kämpfen und wir saufen für euch. Ja, Prost. Wir lassen uns nicht verkacken, Alter. Wir sitzen hier wie eine deutsche Eichel. Mir ist schlecht. So geht Widerstand.